ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft vom 30. Oktober bis 5. November. Schauen wir mal, was da das wichtige Thema ist. Kollektiv, was haben wir da für ein Thema? Die Karten wollen gar nicht, die wollen das nicht ausdrücken. Wow! Die Türe, in anderen Decks heißt diese Karte oftmals der Schlüssel. Ja, das ist eine super Karte, weil es geht da einfach um neue Möglichkeiten. Ich hoffe es, dass die Karten mir jetzt nicht erzählen, dass die Möglichkeiten geschlossen werden. In der Regel geht es halt wirklich darum, dass sich da was Neues öffnet, neue Möglichkeiten, neue Potenziale, was auch immer bei dir sein mag. Sehr spannend. Ja, schauen wir noch weiter. Dafür verwende ich die Lennemore-Karten von der Angelina Schulze, Lennemore Licht und Schatten. Ja, und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit dafür. Es ist für dich völlig kostenlos und unverbindlich. Für mich ist es sehr wichtig und es wäre auch eine schöne Wertschätzung von dir. Wenn du magst, drück auch nebendran auf die Glocke. Dann bekommst du jedes Mal einen Bescheid, sobald ich ein Video hochlade. Und natürlich freue ich mich über jedes Like, wenn dir das Video gefällt. Was auch ganz toll ist, sind immer eure Kommentare. Darüber freue ich mich auch immer sehr. Ja, jetzt schauen wir mal, was gibt es da noch zu sagen? Eine Karte bitte. Der Herr. In den Allgemein-Readings bei mir steht der Herr immer für dein Gegenüber, unabhängig davon, ob dein Gegenüber weiblich, männlich ist oder was auch immer, einfach geschlechtsneutral. Es kann dein Partner, deine Partnerin sein, es kann aber auch eine andere wichtige Person für dich sein. Ja, dann schauen wir mal weiter. Die Störche. Noch eine Karte bitte. Eine Karte bitte. Das ist unglaublich. Manchmal fliegen die Karten so raus und manchmal wollen sie einfach gar nicht. Ja. Die Störche sind diese klassische Veränderungskarte. Mit den Störchen kommt eine Veränderung, die wirklich spürbar ist und die auch wichtig ist. Und es ist immer eine größere Veränderung. Und diese Veränderung hat mit Handlung zu tun. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Also es geht hier darum, dass es neue Möglichkeiten für dich gibt, die sich auf eine Veränderung beziehen. Also da, durch diese neuen Möglichkeiten, nein, andersrum, Entschuldigung, durch diese Veränderung entstehen neue Möglichkeiten. Und es hat für dich mit einer dir wichtigen Person zu tun, wo du jetzt endlich handeln kannst. Beziehungsweise für einige wird es auch sein, dass man loslassen kann. Aber ich spüre hier sehr stark diese Aktivität raus.
Das heißt, für die allermeisten wird es einfach so sein, dass durch diese Veränderung kann man endlich ins Handeln kommen. Ich schaue jetzt nochmal, was es noch zusätzlich an Informationen gibt. Okay. Da geht es um einen Vertrauensbruch. Vertrauen kommt zum Ende. Für einige von euch wird es auch so sein, dass Hilfsangebote zum Ende kommen. Hilfe, wo man jemandem geholfen hat, jemand, der geholfen hat, dass das hier einfach zum Ende kommt. Aber für die allermeisten sehe ich einfach, dass es hier um einen Vertrauensmissbrauch geht, dass das Vertrauen zum Ende kommt. Ja, jetzt wüsste ich aber doch gerne, wie das dann noch rauskommt, was es da noch für eine wichtige Information gibt. Ich hoffe, die Karten antworten. Bei den Collective Readings ist es nicht, ja. Hier geht es um dich. Die Dame steht für dich in den Allgemein-Readings, unabhängig davon, ob du männlich oder weiblich bist. Ja, es scheint hier wirklich um etwas zu gehen, was zwischen dir und entweder deinem Partner, deiner Partnerin oder einem nahestehenden Menschen stattfindet, einem Menschen, der für dich wichtig ist. Eine Veränderung, die dir wieder ja, Möglichkeiten gibt, anders mit den Dingen umzugehen. Für die einen bedeutet es tatsächlich, jemanden loszulassen aufgrund von einem Vertrauensmissbrauch. Für andere ist es so, dass es ums Handeln geht, dass man sein Handeln verändert und ja, vielleicht sein Potenzial auch wahrnimmt und neue Wege geht, dass man durch diese Türe hindurchgeht. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Wow. Dann schauen wir doch mal. Gibt es hier noch einen Rat oder einen Hinweis? Gibt es hier noch einen Rat oder einen Hinweis? Eine Karte bitte. Eine Karte bitte. Okay, da ist sie. Sehr spannend. Wähle weise. Wähle weise. Das heißt eigentlich, überleg dir sehr gut, wie du mit dieser Sache umgehst. Wie du handelst, was du tust. Ja, das wird halt natürlich bei jedem von euch ein bisschen anders sein, in jeder Situation. Sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich natürlich und ich lese natürlich auch alle Kommentare und ja. Die meisten beantworte ich auch selten, dass ich Kommentare nicht beantworte. Ja, dann wünsche ich dir alles, alles Gute und bis bald.